Liebe Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich zu unserer Ostersendung. Ja, mein heutiger Gast ist zuerst Dekanteil von St. Ursula und anschließend kommt dann das evangelische Pondo, Pfarrer von Segnet, hier von der Matthäuskirche in München am Sendlinger Torplatz. Ja, Herr Dekanteil, es hat einen Grund, warum wir hier an diesem Taufstein uns herbegeben haben. Ja, es ist etwas ungewöhnlich, dass der katholische Innenstadtdekan in einer evangelischen Kirche getauft wurde. Das war eben so, weil meine Eltern evangelisch sind, bin ich hier als kleines Baby in St. Matthäus getauft worden. Und dann später habe ich ja konvertiert und wurde katholisch. Aber von daher ist es für mich auch ein besonderer Ort. Und ich mag die Matthäuskirche natürlich auch sehr, sehr gerne. Jetzt möchte ich gerne einfach mal mit Ihnen zuerst sprechen als katholischer Priester. Und dann anschließend mit dem Kollegen als evangelischer Pfarrer. Der Karfreitag ist ja bei den evangelischen Christen der höchste Feiertag des Jahres. Ja, weil natürlich gerade auch in der evangelischen Theologie die Kreuzestheologie eine ganz wichtige Rolle spielt und Karfreitag eben der Tag ist, wo wir des Kreuzes, des Sterbens, des Leidens Jesu Christi gedenken. Bei uns Katholiken ist es ja nicht nur ein Tag, den wir feiern, sondern wir feiern das als ein großes Ereignis vom Gründonnerstag bis zur Osternacht, wo natürlich der Karfreitag auch eine zentrale Stelle hat. Aber natürlich macht der Karfreitag auch nur erlösenden Sinn, wenn Ostern kommt. Wenn Ostern nicht käme, wäre auch der Karfreitag kein Tag, den wir feiern wollten. Nun ist Ostern ja das Ende auch der Fastenzeit. Ich glaube, die Evangelischen sprechen wieder von der Leidenszeit. Also die Evangelischen, ich glaube, da heißt die Formulierung Passionszeit. Bei uns in der katholischen Kirche ist die Feier der 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostersonntag. Wichtig bei uns Katholiken, die Sonntage sind ausgenommen, sonst wären es ja 46 Tage. Weil wir ausdrücken wollen, dass die Kraft der Auferstehung, die wir am Sonntag feiern, immer stärker ist als alles Fasten und alle Buße. Und wir haben im katholischen Bereich vom 5., also die letzten zwei Wochen, ist bei uns auch Passionszeit. Ich glaube, in der evangelischen Kirche ist die ganze Zeit die Passionszeit. August Everding sagte mal, Ostern ist die Zukunft des Menschen. Hier wird er wieder der Mensch, wie er geplant war. Was will er uns mit, oder was wollte er uns mit diesem Zitat so sagen? Also ich denke, dass August Everding aus seinem inneren Reichtum als großer Theatermann ausdrücken wollte, dass wenn unser Leben wirklich mit dem Tod endet, es grundsätzlich sehr in Frage steht, was dieses Leben für einen Sinn macht. Und dass mit dem Blick das Leben über den Tod hinaus eine Kraft hat, weitergeht, neu wird, neu beginnt, natürlich unser Leben zwischen Geburt und dem irdischen Tod auch einen anderen Sinn und eine andere Kraft bekommen. Jetzt Karfreitag bedenken wir ja oder denken wir ja sehr viel über den Tod nach. Tod ist, wie Sie sagen, einfach was Natürliches. Das Leben ist endlich. Ja. Aber wie sollte man denn einen Karfreitag so begehen, dass man sagt, man hat ihn wirklich würdig begangen, den Karfreitag? Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, da durfte keine fetzige Musik gespielt werden, da durfte man nicht tanzen gehen. Es war also einfach wirklich so strikt. Das hat sich ja alles verändert. Das finde ich irgendwo ein bisschen schade. Aber wie sollte man den Karfreitag würdig begehen? Also zunächst einmal denke ich, ist der Grundgeschmack des Christseins nicht eine Leidens- oder Todesverliebtheit. Da aber zu unserer menschlichen Erfahrung Leid und Tod dazugehören und deswegen Gott in Jesus menschliches Leben eben nicht nur an den Hochpunkten und Glanzpunkten teilt, sondern eben auch an den Tiefpunkten bis hinein in den Tod, hat der Karfreitag diesen Aspekt, dass wir in dem, was bedrückend ist im menschlichen Leben, auch Gottes Nähe und Solidarität erfahren. Und von daher bin ich schon ein großer Befürworter, auch wenn man persönlich anders glaubt oder gar nicht glaubt, dass wir Räume haben, wo es auch mal wieder still sein darf. Also dass nicht jeder Tag gleich ist, dass der Sonntag einen eigenen Geschmack hat, dass wir ihn möglichst frei halten von Geschäftigkeit, dass wir zur Ruhe kommen und dass natürlich auch die sogenannten stillen Tage auch einen Raum brauchen. Ja? Also wenn 100 Leute Stille halten und einer ist laut, ist die Stille dahin. Und deswegen braucht die Stille auch in unserer Zeit einen besonderen Schutz. Wie kriegt man Stille?
wenn man in einer hektischen Zeit, gerade jetzt an Ostern, viele fahren ja weg und fahren in die Sonne und kriegen wahrscheinlich auch keine Stille, sondern vielleicht mehr Sonne. Aber ich meine, das ist dann noch, wie das jeder für sich gestaltet. Ja? Ich meine jetzt, dass es angenehm ist, wenn eine Gesellschaft sich darauf auch verständigen kann, dass wir Tage besonders schützen, dass Menschen, die zur Ruhe kommen wollen, die Chance haben. Wenn es einfach so weitergeht wie der Alltag, dann muss man sich ja fast in ein Kloster zurückziehen oder irgendwo in die Einsamkeit gehen. Und von daher denke ich, ist das eine äußere Hilfe, ob ich mich dann entscheide, lieber in Urlaub zu fahren, in den Süden zu gehen oder lieber in die Matthäuskirche zur Karfreitagsliturgie oder nach St. Ursula zur Karfreitagsliturgie. Das ist ja dann eine individuelle Entscheidung. Und ich denke schon, wenn ich mich angeleitet von diesem Tag einlasse, auf dieses Thema meiner eigenen Endlichkeit, meiner Sterblichkeit, auch des Leides in der Welt, der vielen Opfer dieser Zeit, dann kann der Karfreitag schon ein Tag sein, wo ich nicht künstlich Stille erzeugen muss, sondern wo ich auch in mir ein Bedürfnis nach Ruhe finde, um auch diesen Betroffenheiten Raum zu geben. Sie sind ja ein tief inniger Mensch. Wie erleben Sie Ostern? Also ich erlebe Ostern insofern ganz schön, weil ich frei bin, von all diesen Dingen Feste auszurichten. Ich muss kaum was einkaufen. Ich habe einfach Zeit, wirklich mich nur der Liturgie zu widmen. Ich nehme auch nichts vor. Ich habe keine Termine. Das beginnt bei mir am Gründonnerstagabend mit der Einsetzung des Abendmahls, Fußwaschung, Agape mit der Gemeinde, ein stiller Karfreitag, nachmittags um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie, ein stiller Abend, ein ruhiger Samstag. Am Nachmittag helfe ich meistens dem Messner noch ein bisschen in der Kirche, dass wir noch was richten. Und dann gehe ich früh zu Bett und stehe dann sehr früh auf, meistens schon um 3 Uhr, um mich dann für die Osternacht zu rüsten. Und dann bricht so der Osterjubel los. Aber ich habe den großen Luxus, dass ich einfach diese ganze Zeit in Ruhe mich nur dem widmen kann, was mir in dieser Zeit Freude macht, das ist Liturgie feiern. Jetzt hat ja die Matthäuskirche eine, das ist ja die Hauptkirche. Ja. Übrigens hier finde ich gerade etwas. Sehr gut. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Können wir dann den Pfarrer von Segnitz geben für die Kollekte? Das machen wir. Jetzt finde ich das schon schön. Ich bin ja evangelisch, wenn der Pfarrer von einer Kanzel predigt. Sie sind ja nicht so auf der Kanzel. Hätten Sie nicht mal Lust, auch von der Kanzel runter zu predigen? Haben Sie wahrscheinlich schon gemacht. Also ich möchte da meinen evangelischen Brüdern und Schwestern nicht zu nahe treten. Ich kenne es aus meiner Kindheit, von der Kanzel zu predigen. Wir haben natürlich im Katholischen zunächst einmal nicht in diesem Sinne eine Predigt, sondern bei uns heißt das Homilie, das heißt vom Griechischen her vertraut miteinander sprechen. Und mir ist die Augenhöhe einfach ganz wichtig. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass evangelische Geistliche per se die Augenhöhe verlassen. Aber wenn ich manchmal bei ökumenischen Gottesdiensten zur Predigt eingeladen bin und soll auf die Kanzel gehen, tue ich auch manchmal. Für mich ist es eher fremd. Also ich gehe sogar, wenn ich kann, zum Beispiel in St. Silvester mit dem Mikro auch nach unten auf einer Ebene mit der Gemeinde. Die sitzt ja, also die kann mich gut sehen. Und der Ursprung der Kanzel ist ja, dass man verstanden wird. Drum ist ja der Schalldeckel und die Erhöhung, weil es ja keine Mikrofonanlagen gab. Aber heute mit der modernen Technik haben wir eigentlich in katholischen Kirchen, wenn wir sie neu bauen, keine Kanzeln, sondern... Wobei die Menschen natürlich dann nach oben schauen, wo ja auch Gott ist. Ja? Und ja, Gott ist natürlich auch unten. Das ist eben die große Frage, ob diese Bilder so stimmen. Also es gibt auch das negative Wort des Abkanzelns, aber so haben es Menschen schon auch erlebt. Die Kirche redet von oben herab, bedrohlich auf die Menschen zu und belehrt sie und bessert sie. Und ich denke ja, also von meiner Theologie her, ist Gott nicht oben oder unten, sondern Gott ist überall. Und er ist vor allem nach unserem Glauben auch im Menschen da. Also dass ich, das Schöne ist ja im Christsein, ich kann nicht Gott begegnen und am Menschen vorbeischauen, sondern ich kann Gott nur begegnen, wenn ich auch den konkreten Menschen, die konkrete Welt in Blick nehme. Und da finde ich Augenhöhe gerade für uns als Kirche schon ein wichtiges Thema. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die evangelische Kirche keine Augenhöhe pflegt. Wobei natürlich auch die Herzenshöhe wichtig ist, dass man von Herz zu Herz spricht, was ja immer... Ja. immer wieder gelingt. Jetzt, Ostern gibt es ja Botschaften. Wenn wir uns mal so die Welt anschauen, es brodelt. Wie muss denn die Osterbotschaft aussehen? Also, die Osterbotschaft ist immer aktuell zu allen Zeiten, weil sie im Grunde sagt, dass Gott den Menschen will und ins Sein setzt. Und Gott auch diese Welt will als Schöpfer.
und er eben nicht vielleicht das alles geschaffen hat und sich dann zurückzieht oder eher zynisch dem Spiel zuschaut, sondern dass unser Glaube sagt, dass Gott diese Welt und die Menschen am Herzen liegen. Und dass er aber eben nicht mit Gewalt die Verhältnisse ändert, sondern dass er versucht, um das Herz der Menschen zu werben. Bis hin, dass er selbst Mensch wird in Jesus von Nazareth und unser Lebensschicksal teilt, sodass wir vor diesen Dingen, die uns so bedrängen, Angst, Krieg, Tod, keine Angst haben müssen, dass Gott uns darin verlässt, sondern dass er auch in diesen Grausamkeiten, die es gibt, da ist, aber natürlich möchte, dass wir uns vom Herzen her zu friedlichen, vertrauenden, offenen, freien Menschen entwickeln. Kann man auch sagen, dass Gott uns Mut macht? Auf jeden Fall. Also das ist ja das Wichtigste eigentlich, weil wenn ich in dieses ganz konkrete Leben hineinschaue, gibt es ja ganz, ganz viel, was uns auch entmutigt. Ich fand es sehr beeindruckend, bei der Antrittsrede unseres neuen Bundespräsidenten hat er erzählt, dass er eine letzte Begegnung mit Shimon Peres hatte. Bei den Wölfen. Genau. Und dass eben eine junge Frau den Shimon Peres fragte, verehrter Shimon Peres, was wird uns die Zukunft bringen? Und er erzählt dann diese Geschichte, die Zukunft ist wie der Kampf zweier Wölfe. Ein Wolf steht für das Böse, Negative, Vernichtende. Ein Wolf für das Gute, Vertrauende, für den Frieden, für die Gerechtigkeit. Und dann fragt diese junge Frau, und wer wird gewinnen? Und Shimon Peres lächelt und sagt, der, den du fütterst. Und das ist für mich auch eine konkrete Osterbotschaft, dass wir nicht einfach den Schicksalsmächten ausgeliefert sind, sondern dass jeder und jeder von uns Verantwortung hat, welchen Wolf wir füttern. Den Wolf des Vertrauens, der Menschlichkeit, des Miteinanders. Und eben das Gute füttert. Genau. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Und da kann man ja also unglaublich viel Futter verwenden für das. Es gibt so viele gute Sachen. Jetzt, was mir so gefällt, ist dieses, die Menschen wünschen sich frohe Ostern, so wie frohe Weihnachten. Dieses Frohe, das ist ja, da könnte man ja jubeln. Froh ist einfach untadelig. Man weiß, wenn jemand froh ist, der ist freudig, der ist einfach, da ist Herzenswärme da. Wieso sagt man das nicht unter dem Jahr? Sie da schon mal. Es gibt schon Leute, die sagen auch einen frohen Sonntag. Also im Grunde, das Froh drückt aus, es gibt in all dem, was dunkel ist, die Kraft des Lichtes. Das ist an Weihnachten das zunehmende Licht, das ist in der Osternacht das österliche Licht. Es ist auf unserer Nordhalbkugel dieses Wunder, dass die ganze Natur wieder erwacht, dass die Bäume wieder Blätter kriegen, dass die Blumen blühen, sprießen. Und das stimmt, also wenn man im Augenblick in der Früh aufwacht und die Vögel singen und man hat den Duft des Frühlings, das macht ja schon ein frohes Herz. Und in diesem Sinne ist froh einfach ein Wunsch, dass wir uns dieser positiven Lebenskraft, dieser Energie, des Lichtes, des Herzens neu öffnen. Dietrich Bonhoeffer sagte mal, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Was für ein schöner Satz. Gerade von ihm, ja, der ja durch tiefste Dunkelheiten gegangen ist und als Märtyrer gestorben ist. Es ist ein Satz, den ich voll unterschreibe. Ich meine, ich habe ja auch viele Situationen, wo ich selber mal einen Kummer habe oder auch als Seelsorger mit Leid konfrontiert werde, wo ich auch nicht oft keine Lösung anbieten kann, aber dass ich aus meinem Glauben heraus es dann mittrage, mit aushalte, weil in mir die Hoffnung lebendig ist, das Dunkle ist nicht der Schluss, der Tod ist nicht das Aus. Der Schmerz und die Krankheit wird nicht siegen, sondern Gott schenkt uns ein neues, unverbrüchliches Leben in diesem auferstandenen Christus. Sie haben ja immer, Herr Dekan, Sie haben immer sehr gut besuchte Kirchen. Was glauben Sie, was die Menschen von der Kirche an Ostern, speziell von der katholischen Kirche an Ostern mitnehmen wollen, wenn sie in die Kirche gehen? Also ich denke, die Leute wollen nichts Banales, sondern die Leute wollen schon eine Klarheit und sie wollen Orientierung und Hoffnung. Nicht Belehrung, nicht unbedingt moralische Besserung und Enge, sondern eine Ermutigung in ihren Bedingungen, in denen sie sind, diesen Zuspruch zu hören, Gott ist bei dir, so wie du im Augenblick bist. Du musst dich nicht erst bessern oder anders werden, sondern du darfst Hoffnung haben in deinem ganz Konkreten. Und da haben wir genügend Grund aus unserer biblischen Botschaft heraus, das auch zuzusprechen. Und natürlich auch in der gemeinsamen Feier, das ist ja auch der Sinn von Liturgie,
dass wir uns nicht nur einzeln irgendwie lesend belehren oder im kleinen Waldspaziergang uns erquicken, sondern dass wir das auch noch als Gemeinde feiern mit unseren Liedern, mit Musik, mit Kerzen, mit Weihrauch, mit Ministranten, mit Osterkörben, wo die Speisen gesegnet werden fürs Frühstück. Es werden so viele sprechende, sinnige und sinnvolle und sinnstiftende Zeichen, dass einfach die Kraft des Lebens uns erfüllt. Und viele Menschen, die eben wirklich die Fastenzeit diszipliniert durchlebt haben, freuen sich natürlich dann auch auf das österliche Frühstück. Richtig, es schmeckt auch wieder anders. Es schmeckt dann wieder ganz anders. Und also das Fasten ist ja schon auch etwas Gutes. Das Fasten ist etwas Gutes, weil es, ich meine, man kann aus verschiedenen Gründen fasten, für die Gesundheit, das hat auch alles seinen Wert. Aber der Gedanke ist eigentlich, dass ich in allem noch ein Stück bewusster werde. Also es geht nicht darum, zu verzichten, um mich zu kasteien, sondern einfach nochmal zu überlegen, ist nicht alles zu viel? Zu viel Internet, zu viel Fernsehen, zu viel Tempo, zu viel Essen, zu viel Alkohol, was weiß ich. Und dass ich überlege, wenn ich da mal ein etwas weniger, nicht weil ich gerne leide, sondern weil ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit will, auch mal ein Buch zu lesen. Oder weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin auch übervoll. Ich möchte mich entschlacken. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ist die Feier der 40 Tage, wo das Fasten ein Aspekt ist, oder österliche Bußzeit, gibt ja verschiedene Begriffe für diese Zeit, sicher was Wesentliches und Gutes. Nun, der Heilige Vater wird ja auch wieder eine Botschaft verkünden. Und er wird ja immer mit seiner Botschaft, erreicht ja wahnsinnig viele Menschen, weil er eben emotionale Botschaften sendet. Wie wichtig ist eben diese Botschaft, die man in der Kirche empfängt, dass sie auch ins Herz trifft oder eben einfach empathisch ist, dass man einfach merkt, da fühlt man was. Da ist vorne ein Pfarrer, der wirklich uns erreicht, ja, die Gemeinde. Wie wichtig ist das? Also ich denke, was zusammenkommen muss, ist eine intellektuelle Redlichkeit, auch eine theologische und dazu auch eine empathische. Also dass Menschen spüren, das ist ein Mensch, der hat das schon durchdacht. Aber es ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt oder eine Belehrung, sondern es ist etwas, was mich wirklich auch erfüllt. Und da ist natürlich unser Papst als Jesuit, hat er alle intellektuellen Begabungen, die er braucht und hat dann noch dieses, vielleicht ist es lateinamerikanisch, das weiß ich nicht, oder seine Persönlichkeit, dass er einfach so unvermittelt und so glaubwürdig und authentisch zu den Herzen der Menschen redet und dadurch natürlich unglaublich viel bewirkt und verändert. Eine persönliche Frage noch, wenn Sie schon jetzt hier in der evangelischen Hauptkirche wieder sind. Sie waren ja mal evangelisch und sind dann eben katholisch geworden. Nehmen Sie manchmal irgendwie aus der evangelischen Zeit auch was mit in das Katholische oder umgekehrt? Also ich meine, ich habe meinen Glauben gelernt in der evangelischen Kirche, in der evangelischen Liturgie, also der Bayerischen Landeskirche, die ja manche meinen fast eine katholische Liturgie feiert. Und ich denke, meine Liebe zur Heiligen Schrift, meine allerersten Gebete, meine ersten Bilder von Liturgie, von Gottesdienst, das ist in mir alles grundgelegt in meiner evangelischen Kindheit und Tradition. Und ich bin ja mit Pfarrer von Segnitz und Erzpriester Apostolos Malamussis bilden wir den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und vor 2 Jahren war hier ein großer ökumenischer Gottesdienst mit dem Landesbischof und unserem Kardinal. Und wir 3 ACK-Vertreter haben jeder eine goldene Wasserkanne hereingetragen. Das hat das Protokoll so vorgesehen und haben sie in diesen Taufstein gegossen. Und das war für mich schon auch emotional bewegend, wo ich dachte, wie gut das doch sein kann, dass auch Dinge, die ja nach Bruch aussehen, da verlässt einer eine Kirche, geht in eine andere, dass es da auch Versöhnliches in mir gibt und auch dann ein versöhnliches Miteinander, ein Verstehen, keine Berührungsängste. Und jetzt bin ich schon so lange katholisch, also da werde ich das wohl auch bleiben. Das ist auch gut so. Vielleicht sagen Sie doch noch was zu unseren Zuschauern, ein österliches Wort. Ja, gerne. Ja. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest und gerade vielleicht da, wo es in Ihrem Leben auch Dunkelheit, Kummer, Sorgen gibt, in eigener Situation oder um liebe Menschen, dass Sie wissen, auch im Leid, Sie sind nicht alleine, Gott ist bei Ihnen und das Leben ist stärker und wird siegen. Frohe Ostern. Ja, Herr von Segnitz, Herr Pfarrer von Segnitz, was bedeutet für Sie Ostern? Na, Ostern ist, würde ich schon mal erst einmal sagen, ein Riesengeheimnis. Man kann es überhaupt nicht begreifen.
Denn ich lebe in einer Welt voller Naturgesetze. Ich habe früher Physik, war eine große Leidenschaft. Mhm. Und Ostern hängt schon damit zusammen, dass wir mit Möglichkeiten leben und von denen zehren, die unser Verstehen weit übersteigen. Und Ostern hat damit was zu tun, dass von der göttlichen Wirklichkeit in meine irdische Wirklichkeit etwas hereinkommt. Aber nicht nur an Ostern, ich würde schon immer sagen, auch an Karfreitag passiert das Unfassbare, dass der unbegreifliche Gott greifbar wird, so wie Sie, wie ich, in einem Mensch, Jesus von Nazareth. Das kann man nicht begreifen. Die Moslems sagen, ihr seid verrückt. Die Juden sagen es auch. Die Physiker sagen es auch. Und manchmal kommt man doch auf, in Lebenssituationen, wo man selber staunen kann, dass man das Unbegreifliche doch als eine Quelle für sein Leben annehmen kann. Das hoffe ich an Ostern auch ein bisschen feiern zu können. Und glauben tun wir das eigentlich immer. Karfreitag ist ja unser höchster Feiertag der evangelischen Gläubigen. Da ist die Kirche brechend voll. Warum ist das so? Was wollen die Leute? Was holen sie sich da für eine Botschaft ab, die Menschen, die Evangelischen? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, was der größte Feiertag ist. Ich weiß es auch nicht. Man kann, ich glaube, den Karfreitag wird man nie feiern, wenn es Ostern nicht gegeben hätte. Und Ostern wird niemand feiern, wenn es den Karfreitag nicht gegeben hätte. Ich habe als Jugendlicher, der David Teil weiß es, war ich oft in einem Kloster in Frankreich, in Burgund, bei unbeschuhten Karmelitinnen. Und da hat man so, wie die Hochkirchler bei uns auch, die Heilige Woche, die Orthodoxen machen das übrigens auch, so die Heilige Woche besonders erleben können, wo es am Karfreitag ja keine Kommunion streng genommen gibt, zumindest keine Eucharistiefeier. Die Hostie wird schon verteilt und wo jeder Tag völlig anders wird. Und am Kar-Samstag war überhaupt nichts. Da haben wir immer so einen Emmaus-Spaziergang gemacht mit Freunden. Und da hat man die Dramatik von so einer Woche erlebt. Und jetzt ist dann tatsächlich für mich als junger Vikar, als Pfarrer, war das schon eine große Herausforderung. Ist es sinnvoll, dass man Karfreitag als so einen großen Festgottesdienst feiert? Das ja eigentlich, wenn man mal so in einem Kloster war, ein ganzer karger Tag war. Vormittag gar nichts, Nachmittag um 3 wird die Geschichte vorgelesen. Das hat so was ganz Sprödes. Und dann fängt es eigentlich erst mit der Osternacht wieder an. Und ist es richtig und gut, dass wir am Karfreitag, was wir hier auch machen, alle Register ziehen. Mit Kirchenmusik. Schon natürlich irgendwie ein wenig gedeckt. Aber mit Abendmahl zum Beispiel. Dass wir ein Hochamt, jetzt sagen wir nicht mit Pauken und Trompeten, das ist an Ostern, aber ein Hochamt feiern. Und ich erkläre es mir so, dass das schon was mit dem Opfer zu tun hat. Das ist ja heute ganz umstritten, was das soll, dass wir in der Kirche immer noch von Opfern reden und dass Jesus sterben musste, sagen die Jünger am Ostern beim Emmaus-Spaziergang. Und ich erkläre es mir so, ich habe 2 Kinder, und es kostet schon auch Geld. Und es kostet auch Liebe und Zeit und Kraft. Ich bin ja verheiratet. Man hat da was davon, auch von Kindern. Aber viele Kräfte sind auch gebunden. Und wenn man jemanden liebt, freut man sich darüber, dass meine Kräfte gebunden sind. Und so stelle ich mir das vor, dass wir an Karfreitag feiern, dass Gott sein Leben, seine Zeit, seine Liebe, seine Lebenskraft, seine Energie für uns hergibt. Und deswegen ist der Karfreitag, wo wir dieses Opfer Gottes, dass er uns so liebt, dass er sagt, ihr kriegt's. Mein Leben, meine Liebe, die gehört euch. Da rechnen wir nie nach, dass wir Danke sagen und auch Eucharistie feiern und sagen, wir zehren davon. Ein bisschen dran gewöhnen musste ich mich, aber ich finde es eigentlich gar nicht falsch. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, Herr Pfarrer. Ich hatte mal mit Landesbischof Friedrich hier ein Interview geführt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Landesbischof, jetzt gehen wir mal raus und jetzt sprechen wir mal Leute an und fragen Sie, was bedeutet für Sie Gott? Und das habe ich gemacht und dann haben die erst mal gezuckt und dann gesagt, nein, das ist jetzt der Landesbischof der evangelischen Kirche. Dann waren sie ganz anders und haben zugehört. Und wir haben tatsächlich
bei diesem Spaziergang 3 Leute wieder in die Kirche zurückgeholt. Wie wichtig ist es, dass man gerade an so bei voller Kirche einfach versucht, Menschen wieder zu begeistern für Gott? Wie wichtig ist das? Also jetzt würde ich mal sagen, als Motivator, der Sie sind, wenn man eine Wirtschaft hat und die ist gut besucht, dann spricht das für sich. Ja. Viel schwieriger ist es, glaube ich, auch unsere Treue ist viel mehr herausgefordert, wenn wir auch erleben, Passionszeit haben wir jetzt, wie die Leidenschaft gerade dann gefordert ist, wenn es nicht gut läuft. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Predigen Sie da anders oder so, wenn es nicht gut läuft? Dass Sie sagen, ich mache jetzt bin ich noch leidenschaftlicher? Ja, weil es gibt vielleicht ja noch ungeschützter. Leidenschaftlicher nicht, aber ungeschützter. Das ist ein schöner Begriff. Ja. Das ist schon ein Begriff. Ja? Sie predigen dann wahrscheinlich auch mal auf vielleicht, es gibt ja manchmal Tage, wo nur 5 Leute in der Kirche sind und Sie gehen auf die Kanzel und predigen, dann predigen Sie ja wahrscheinlich noch ungeschützter. Na, jetzt, ja, der Raum predigt mit, ist wie beim Theater. Ja. Ob ich auf die Kanzel raufgehe oder nicht, das muss man überlegen. Sie bleiben dann auch unten oder so? Kann auch sein. Ja, ja. Mittagsgebet machen wir vom Pult aus. Mhm. Freitagabendsgebet ist in der Sakristei, das ist wunderbar, wie in der Diaspora, da drüben. Da haben wir auch so kleine Gruppen, also wenn mal 20 Leute, 10 Leute da sind. Aber ich war vorher in einer Gemeinde, da ist es mir tatsächlich mal in Würze, Steinebach, da ist mir es mal passiert, da war ich am Sonntag mit dem Organisten und dem Mesner, der Mesnerin ganz allein. Und da war noch der mit dem Cello da. Ja. Der hat Cello gespielt, der hat das Cello mitgebracht, um allen eine Freude zu machen. Da waren wir so fertig. Und dann habe ich einen Kurs gemacht. Was mache ich, wenn niemand da ist? Das war eine ganz herausfordernde Sache. Also ich habe dann extra so ein Predigt-Pastoralkolleg, hieß das, mal 14 Tage besucht. Da war ich der Einzige, der die Frage hatte, was hat es für einen Sinn, Gottesdienst zu feiern, wenn keiner da ist? Oder nur 1, 2, 3 Leute. Und ich habe jedenfalls gemerkt, ich war vorher in einem großen Kurort, da war die Kirche immer voll. Das war wunderbar. Das tut uns allen nur gut. Die Menge, das ist auch ein Bad für alle, ja, auch für den Besucher. Ja, klar. Während wenn du hingehst und du denkst, ja, Mensch, das Kind, wärst doch im Bett geblieben oder bin in die falsche Veranstaltung irgendwie gekommen. Dann zu sagen, das ist gut, das ist eine große Aufgabe. Also Sie waren wahrscheinlich zu fünft, weil Gott war ja auch dabei. Ja. Der gibt dann auch Kraft, das ist ja auch die direkte Verbindung. Das haben wir drüben dort stehen, wo 2 oder 3 meinen Namen versammelt sind, damit wir es nicht vergessen. Ja. Das machen Sie gut. Ja. Sie kommen ja aus einer Pfarrersfamilie. Ja. Inwieweit hat Sie da Ihr Papa angesteckt, das Gleiche zu werden? Ja. Sie haben auch Eltern, das verbindet uns schon mal. Ja, genau. Genau. Ich bin jetzt in direkter Folge der 6. Ich glaube, bei mir hört es auf. Ja, meine Kinder merken Sie noch nichts. Haben keine Ambitionen. Nein? Ich habe nur noch 2. Also. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu früher. Früher gab es viele. Und man macht ja, also jeder macht erstmal gern was anderes, als was der Vater macht, glaube ich. Also man versucht, ein Stück die Gunst der Stunde zu nutzen und was anderes zu machen. Dann, früher waren es viele Kinder. Und da war die Rolle für den Priester bei der katholischen Kirche, auch bei uns, dass aus einer Pfarrersfamilie mehrere Theologie studiert haben, war gar nicht oft. Weil jeder macht was anderes. Das ist auch schön unter den Geschwistern. Und das ist, glaube ich, auch eine der Fragen im Moment mit dem Priestermangel. Oder auch, dass wenn nur 1 oder 2 da sind, dann sagt man, macht doch erstmal was Richtiges. Also was machen denn Ihre beiden Kinder? Was machen die? Mein Sohn, der macht Luftraumfahrt, lebt in Mexiko, hat die große Liebe gefunden. Okay. Hoffen wir mal, ja. Und meine Tochter, die macht Ergotherapie. Naja. Ja? Und da geht jeder seinen Weg. Und ich finde es toll, so mitzuerleben, wie die auch versuchen, vor dem Hintergrund dessen, was jetzt ist für sie, den richtigen Beruf rauszufinden, die richtige Berufung. Und ich glaube schon, dass das für die Kirche ein Verlust ist, dass wir, wenn jemand überlegt, was ist mir wichtig, dann zu sagen, zuerst Gott, zuerst die Kirche, das ist vielleicht auch gar nicht richtig. Also zuerst Gott ist schon richtig, glaube ich. Ja, aber zuerst die Kirche, der Beruf, zuerst. Ich glaube, das ist schon wie im Alten Testament ein Zehntel.
Ja, den 10. gibt man, damit es auch eine Rolle spielt in der Kultur. Aber die Berufung überhaupt zum Alltag, zum Leben, die vielen Talente, da ist es vielleicht schon auch ein Zeichen, dass, ja, dass in der nachwachsenden Generation manchmal auch diese Vielfalt rar ist. Martin Luther, wir haben 500 Jahre Martin Luther. Ja? Was würden Sie ihm sagen, wenn der jetzt anstelle von mir Ihnen begegnen würde? Ich glaube, der würde mir gar nicht auffallen. Okay. Ich glaube, der würde mir gar nicht auffallen. Ich habe neulich. Warum nicht? Der würde mir gar nicht auffallen. Das war gut. Neulich habe ich mir gedacht. Aber wichtig wäre schon, oder? Dass er mir auffällt. Ja. Neulich habe ich mir gedacht, wir meinen immer, die Aufgabe von uns ist, jetzt kommen wir das wieder zu, wir sind lauter so Prinzen. Ja, ja. Ja? Die meinen, wir müssen große Geschichte machen. Ich glaube, es ist eher so, die Geschichte macht manche groß und manche klein. Und an Luther hat sich vieles herankristallisiert, was damals in der Zeit lag. Und der war nicht der Autor der Geschichte. An ihm hat sich was gezeigt, was auch an vielen anderen Orten sich gezeigt hat. Und ich glaube, wir neigen manchmal zur Überschätzung von uns selber. Auch die Luthermanie ist so ein Zeichen. Auch die Papstmanie oder die Egomanie. Das sind alle so Formen, die eigentlich auch ein wenig unappetitlich sind, würde ich sagen. Haben Sie denn schon Ihre Osterpredigt parat? Na. Die machen Sie wahrscheinlich auch spontan, oder? Nein, das geht nicht. Nicht? Nein, das geht aber, nicht. Das ist schön, dass aber sprechen Sie frei an zur Osterpredigt? Ich habe in den letzten Jahren viel frei gepredigt, aber frei heißt praktisch, dass ich nicht nahe in ein Manuskript geschaut habe. Ich glaube, ohne Manuskript, also ohne ganz was, bin ich noch nicht auf die Kanzel. Ja, aber Sie sprechen frei, weil ich habe kürzlich mal mit einem jungen Mann geredet, der hat gesagt, also Ablesen von Reden ist so wie Küssen am Telefon. Also vielleicht ist das Küssen am Telefon schöner, als ich das bisher ausprobiert habe. Aber ich habe manche Vortrag auch geliebt, wenn er vorgetragen war. Aber wenn er auch von dem kommt, der ihn vorträgt, gibt ja auch die andere Variante. Ja, ein Stück Authentizität gehört glaube ich dazu. Das merkt man. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat was absolut Unaufgeregtes und eine unglaubliche Tiefe. Mhm. So stelle ich mir in England die High Church vor. Was absolut unaufgeregt ist und mit großer Tiefe. Ohne alle Frömmelei, auch ohne Papst, ohne Absicherung, ohne institutionelle Macht, sondern mit der Macht des Wortes und der Besinnung und der Konzentration. Und wenn, wir würden schon sagen, als evangelische, katholische Christen haben nichts dagegen, wir würden schon sagen, wenn die Konzentration auf dieses Geheimnis der göttlichen Möglichkeiten in Jesus Christus stattfindet, tut es nicht nur mir, sondern den anderen auch gut. Was mal wirklich sehr schön wäre, Herr Pfarrer, wenn Sie mal Ihr Gottesbild mal beschreiben, wie kommt Gott bei Ihnen vor? Also jetzt komme das ist wirklich, jetzt wollen wir auf Ostern und Karfreitag zugehen. Ich würde sagen, mein christliches Gottesbild ist nahezu areligiös. Ich glaube, dass der liebe Gott, da vorne haben wir das große Bild, dass der, wer sich mit der Geschichte Jesu auseinandersetzt, der hat es mit einer heiligen Stadt zu tun, in die alle pilgern, weil sie sagen, ach, ist das toll. Und dann stellt sich raus, dass die heilige Stadt den heiligen Gottes nicht in ihren Mauern erträgt. So ist der Mensch wahrscheinlich. Dass wenn Gott wirklich da ist, kommt keiner damit klar. Das erzählt die Passionsgeschichte. Alle jubeln und am Ende sind die Jünger auch alle verkrochen. Nur ein paar Frauen, der Lieblingsjünger vielleicht, spielen da irgendwie noch so eine sentimentale Rolle der Anhänglichkeit. Aber im Grund glaube ich schon, dass der christliche Glaube auch sagt, Mensch, du bist einer, der das nicht kann. Und der da unglaublich schuldig wird oder unglaublich auch der Frage nach Gott nicht gewachsen ist. Aber und der liebe Gott hält es aus.
Das ist das Entscheidende am Christentum. Und das würde ich sagen, ist die Römer haben gesagt, das sind die Atheistoi. Die Atheisten sind die Christen. Weil die so einen verrückten Gott verehren, der gekreuzigt wurde von den Menschen, und er hat sich das gefallen lassen. Das ist, finde ich, das ist meine ganze Quelle der Inspiration. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass der auch ein bisschen gnädig in mein Leben eingreift, mich begleitet. Das wünsche ich natürlich allen Menschen. Also Sie spüren ihn? Na, eben manchmal. Manchmal? Manchmal. Einer meiner theologischen Lehrer, Eberhard Jüngel in Tübingen, aus Magdeburg stammte der, der hat gesagt, der Glaube ist eine Erfahrung mit der Erfahrung. Dass die Erfahrung, die ich habe, gar nicht so wichtig ist. Sondern dass Gott mich auch gegen meine Erfahrung und gegen den Anschein radikal liebt. In Frankreich, in dem Kloster, wo ich da immer war, war ein katholischer Philosoph von der Sorbonne, Stanislas Breton. Damals durfte ich ihn immer Chauffeur machen für ihn. Und er hat gesagt, ich konnte kaum Französisch. Und er hat gesagt, ich liebe Luther. Jetzt sind wir wieder bei Ihrer Frage. Ich liebe Luther. Ich liebe den nackten, den absoluten Gott. Also der ist ganz anders, als wir oft es uns wünschen. Aber hat doch eine unglaubliche rettende Kraft. Gut. Ostern feiern wir Christen ja die Auferstehung Gottes. Kann man da nicht auch Parallelen ziehen, dass man, selbst wenn man mal im Dunkeln ist, immer wieder aufstehen soll? Gibt es da? Ja, oder sag mal, Viele bleiben ja liegen. Jetzt kommt der Motivator. Nein, ja. Viele bleiben liegen. Ja. Gibt's immer diese, ich habe nichts dagegen, wenn ich aufstehe. Liegen und notfalls hab ich noch einen Anwalt, der mich verteidigt, weil ich... Ja. Also ich glaube, dass es, jetzt sage ich mal zu den ganzen Motivationsfragen, natürlich freut man sich mit jedem Menschen, der aus einer Krise wieder aufsteht. Manche sagen, das zeichnet jeden Unternehmer aus, das zeichnet den erfolgreichen Menschen aus, dass er sich von Krisen nicht auf die Knie zwingen lässt. Und wenn er runterkommt, wieder aufsteht. Das ist gut, da freuen wir uns alle mit. Das wünscht man jedem. Resilienz oder irgend sowas, gell? Aber ich würde schon sagen, der Ostermorgen ist eigentlich auch die Botschaft, dass dann, wenn ich nicht aufstehe, die Morgendämmerung anbricht. Also auch für den depressiven, geschlagenen, geschundenen. Und auch die Vögel zwitschern. Ja. Und dass der alte Mensch, der zugrunde geht, der verloren geht, verloren ist, am Ende gehen wir alle in die Kiste. Also, ja. Und für den singt jemand ein Lied. Und der muss gar nicht aufstehen, aber er soll mitsingen. Und es soll ihn wieder erfüllen. Und ich finde, das andere Bild, das ist jetzt wieder mit der Erfahrung, das wir wünschen uns im Leben immer, komm Junge, steh auf, es geht schon weiter. Das ist auch, das soll man Menschen immer sagen und gönnen. Aber die Bibel erzählt ja, dass im Grunde neben dieser Geschichte eine andere Geschichte auch erzählt wird, es wird tatsächlich immer blöder. Das gibt es auch im Leben, dass immer schwieriger wird. Eine Ehe immer schwieriger. Was hat das für einen Sinn? Ein Leben immer mehr von Krankheit und von Verlust und von Ängsten gezeichnet. Und wir erleben zurzeit Zeiten, wo man auch in der Psychodynamik unglaublich viel helfen kann. Das ist alles gut. Aber im Glauben geht es auch um den Menschen, der verloren sich fühlt und vielleicht sogar ist und Hab und Gut vertrunken hat. Und die Frau sagt, nimmer, ich will dich wiedersehen. Dass der wieder ein Lied singen kann und ganz frei und ungezwungen, ohne Angst vor sich selber und vor anderen sagen kann, in Gottes Name das Leben ist doch wunderbar. Das ist österlich Leben. Dass der nicht singen kann, brummt wenigstens. Ja. Oder bewegt die Lippen. Ja. Und wieder glaubt. Glaubt. Ob der an sich glauben muss. Ich glaube, wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich auch an mich. Dann glaube ich auch an Sie. Dann glaube ich auch an den Kameramann. Genau. Und wenn Sie jetzt so freundlich sind und nochmal vielleicht auch eine kleine Osterbotschaft an unsere Zuschauer richten. Das Leben ist wirklich nicht schlecht, sogar schön. Alles Gute, frohe Ostern. Und ich kann noch sagen, das Leben, sind wir mal ehrlich, ist immer lebensgefährlich. Das war von Erich Kästner. Und in diesem Sinne wünschen wir uns alle ein frohes Osterfest. Bis nächsten Samstag. Auf Wiedersehen.